Scheiß regnerischer Tag hier. Aber wir machen heute die Bestellung für das Fräulein Sissy fertig. Vorher muss ich natürlich erst einmal ein bisschen was hinbringen. Dem Herrn Darko habe ich auch schon ein Buch da gelassen für... für die ganze Steinbestellung. Und jetzt werden wir mal anfangen, so ein bisschen das Holz zusammen zu kratzen, was das Fräulein möchte. Das ist ja nicht gerade wenig. Ach, halt die Klappe, Huhn. Was? Ach, das war das Schaf. So. Bestellung statt Wachen. Haus. Genau. Die Glasscheiben haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir noch das da. Toll. Komm mal her. Ich bin schlecht. So, gibt's bei euch was Neues? Hallo? Redest du nicht mit mir? Nö. Oh. Okay. Und warum redest du, Kunde, nicht mit mir? Monsterjagd. Nein, das hier. Das hier. Uff. Das kann was werden. Ey, du hast Vorstellung. So, ich gehe hier immer noch durch. Uff, ich bin hungrig. Hier, gib mir mal so einen geilen Burger. Komm, ja. Was? Alter. Was hast du jetzt davon? Das Fräulein. Okay, der verrückte Magier springt wieder durch die Gegend. Als erstes 95 Schwarzzaun. Okay. So, da haben wir das. Die ersten Bäume haben wir weggemacht. Uff, so, was wollt ihr jetzt genau haben? Schwarzeichenzaun. Die Sticks kann ich aus dem hier machen. Oh Gott, wie viel? 95! Wie kann ich Ihnen helfen? Hast du meine Hunde alle vergraben? Nein. Ich finde keine. Ich habe nur einen bisher wiedergefunden und der war vergraben. Dann werden die anderen wohl auch vergraben sein, oder? Ja, aber ich höre dir nicht. Das war meine. Was willst du denn bitte schön überkompensieren? Bin hier überall, habe ich rumgegraben, aber hier ist einfach niemand mehr. Hier sind keine Hunde mehr. Stand nicht gestern irgendwie dort einer? Wo sie dieses schwarze Vieh getötet haben, also ihre Hunde? Hier vorne stand doch gestern einer irgendwo. Da vorne, hier. Nee, hören Sie das? Nein. Ich höre einen Hund auf jeden Fall.
gleich danach. Aber der kommt nicht von mir. Kommt eher von weiter da drüben. Au. Also. Bell nochmal. Olaf? Ah ja. Einfach ganz normal dann wieder später zumachen. So, wo waren wir stehen geblieben? Wo war. Ach so, hier. 60 Hammer. Noch 47 brauchen wir. Oh Gott. Ja. Ich habe hier. Das heißt, ich muss Bäume sammeln gehen. Schön. So, Fräulein Sissi, da haben sie mir jetzt was eingebrockt. Jetzt darf ich warten, bis die Bäume gewachsen sind. Ah, mal gucken, was in der Stadt so los ist. Was gibt's denn Neues? Okay, mit dem Herrn Melvin muss ich gleich mal reden. Hallo, Herr. Hallo, Herr Melvin. Hallo. Ich müsste mal unter vier Augen mit Ihnen reden. Mit mir oder mit ihm? Mit dem Herrn Melvin. Tschüss. Und zwar geht's darum, die Wahlen zum Stadtherrn stehen ja bald an. Mhm. Und wir haben jetzt die Kandidaten, die zur Wahl stehen, überprüft. Also eine Person davon überprüft. Den Herrn Tobias weiß ich von vornherein, den würde ich nie als Stadtherrn wählen. Ja. So, dann ist noch der Herr Darko. Der Herr Ramon, der Herr Olaf, ich und das Fräulein Sissi. Wir haben bei dem Fräulein Sissi ein kleines Problem. Warum denn? Dreimal dürfen Sie raten. Es ist wegen... Es ist das gleiche, was Cybot hat. Wer ist Cybot? Die ganze Zeit die Namen. Ich kenne nämlich jemanden, der hieß mal so. Ich meinte den Herrn Tobias. Genau das ist es. Das, was der Herr Ramon und der Herr Olaf auch hatten. Okay, dann weiß ich, wo das Problem besteht. Und ich und der Herr Ramon, wir sind noch nicht dazu gekommen, den Herrn Darko zu überprüfen. Denn ich möchte, je nachdem wie die Wahl ausfällt, nicht unter der Klaue eines Werwolfs dienen und leben. Kann ich verstehen. Ich habe jetzt auch schon da hinten so einen Verkaufsstand, wo man sich so eine Wolfsbandtränke kaufen kann. Allerdings hat da noch niemand was gekauft. Also glaube ich nicht, dass die zwei wohl freiwillig das Leben des Werwolfs aufgeben. Ich wollte schon gerade sagen, das müsste man freiwillig auch wollen. Ja, aber die zwei stehen zur Wahl. Was machen wir? Das Wahlergebnis kennen wir ja noch nicht. Was machen wir, wenn einer von, oder wenn jetzt zum Beispiel das Fräulein Sissi gewählt ist, mit von der Stimmlage her? Ja. Man könnte das ja immer noch so machen, wie wir es mit den beiden, mit Olaf und dem Herr Ramon, wie wir es mit denen gemacht haben. Ja, das könnten wir machen, allerdings ist... Es kommt auch drauf an, ob sie es dann freiwillig macht. Ja, wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, sie würde es nicht freiwillig machen wollen. Dann bleibt der Herr Darko noch zur Wahl. Weil ich glaube nicht, dass mich jemand wählt. Beim Herrn Ramon glaube ich auch nicht, dass er gewählt wird. Der Herr Tobias sowieso nicht. Und den Herrn Olaf, so einen Verrückten möchte wohl keiner als Stadtherrn haben. Mm-mm. Wenn jetzt beim Herrn Darko allerdings das Ergebnis auch positiv ausfällt, dass er ein Werwolf sein sollte.
Und beide es nicht ablegen wollen, weil bevor wir das Wahlergebnis preisgeben, wollte ich halt schon gern alle noch überprüfen. Ja, wenn sie es nicht ablegen wollen, haben wir natürlich ein Problem. Dann bleibt uns entweder das Wahlergebnis zu manipulieren, ja, oder irgendwas anderes. Manipulation, ich weiß nicht. Man könnte dagegen auch irgendwie streiken oder so. Weil schließlich, naja, wenn die meisten keinen Wolf als Stadtherrn, Stadtherrin haben wollen, dann haben sie doch keine andere Wahl. Ja, aber beim Herrn Dark und Herrn Olaf war es ja so, sie haben es freiwillig abgegeben. Beim Tschüss. Herrn Tobias, ich weiß nicht, er ist jetzt außer Landes für eine gewisse Zeit. Er hat sich auch einiges erlaubt, bevor er außer Landes gefahren ist. Er hat die Mine versiegelt mit schwarzen Stein, so schwarz-lilanem Stein, wo wir Ewigkeiten gebraucht haben, das Siegel erst einmal kaputt zu machen. Und dann habe ich von mir aus als Stadtwachenoberhaupt gesagt, der Herr Tobias wird abgesetzt, er ist kein Minenchef mehr, weil er auch nicht wirklich gute Arbeit gemacht hat. Wer ist denn jetzt Minenchef? Der Herr Darko. Ach so. Der Herr Tobias hat nämlich den Herrn Darko nur mit Stein, Werkzeug und einem Schuft lassen, hat ihn nicht bezahlt. Der Herr Tobias an sich selbst hat gutes Werkzeug gehabt und hat alles Gute an Erzen, was er unterirdisch gefunden hat, einbehalten. Ja, so geht kein Chef um und sowas macht man nicht als Chef. Und deswegen haben wir gesagt, er wird abgesetzt. Wenn er wiederkommt, ja, darf er maximal noch als Mitarbeiter dort arbeiten oder er muss sich einen neuen Beruf suchen. Sowas, ja, nee, sowas macht man auch generell nicht. Ja, er hat ja auch einfach die Versiegelung gemacht, ohne jemandem Bescheid zu sagen, außer dem Herrn Dark und das kurz bevor er weggefahren ist. Ja, aber Herrn Dago muss doch auch irgendwie in der Mine arbeiten. Ja, da kam wohl nur die Aussage, kümmer dich. Ich hab's ja leider nicht live miterlebt, ich habe zu dem Zeitpunkt geschlafen. Ja, aber es hat sich jetzt erstmal geregelt. Ich habe auch alles schriftlich aufgesetzt für den Herrn Darko und für die Stadtwache, dass das geregelt ist. Ja, allerdings, es bleibt immer noch das Problem mit den Werwölfen. Falls jemand von den beiden gewählt wird, Ja. die Werwölfe sein können, gibt es immer noch eine Notlösung, und zwar streiken. Das ist die einzige, die mir gerade einfallen würde, wenn einer von die Werwölfe sind, irgendwas zu unternehmen. Ja. Weil Manipulation kommt, glaube ich, nicht in Frage und wird auch nicht gut anerkannt. Oder wir machen das, wie Sie das gerne mit dem Herrn Tobias machen möchten. Ich weiß ja nicht, was Ihnen davor schwebt, was Sie machen wollen. Allerdings müsste man noch einen geeigneten Platz finden, wo es eventuell keiner sieht. Und in der Mine würde ich nicht runtergehen, wenn der Herr Darko dort regelmäßig am Arbeiten ist. Ja, das sowieso nicht. Und in der Luft würde ich das auch nicht machen, denn der Herr Nick, der versucht sich wohl als Sterngucker, der hat da so Zettel und guckt immer nach da oben und Naja, ja. ich weiß, was er da für Sternmagie betreibt. Okay. Wie gesagt, ich hätte ein. Da läuft ein Pferd rum. Es ist einer Das von. ist der neue Freund Ihres Untergebenen, Herrn Olaf. Ach so. Ja. Ich hinterfrag's nicht. Ich. Nee. Das Pferd stand schon beim Herrn Ramon oben im Haus. Ich sag nur so viel, alles, was zum Herrn Olaf gehört, ist verrückt. Aber ich muss Ja. zugeben, ich habe das letzte Mal den Herrn Olaf verletzen müssen. Verletzen. Ja, denn er wendet immer noch gern Zauber in der Stadt an, womit er Sachen aus der Hand klaut. Ja, nee, sowas.
Und ich hatte ihm gesagt, Zaubern in der Stadt, wenn das so weitergeht, werde ich das untersagen. Momentan benimmt er sich, also da kann ich nicht meckern. Er kümmert sich dort um seine Pflanzenmagie. Hat mir und dem Herrn Ramon auch schon etwas mit Magie hergestellt, womit man sich unsichtbar machen kann. Allerdings muss man das wohl irgendwie mit so einer blauen Flüssigkeit aufladen. Ja. Und ich und der Herr Ramon, wir wollten das halt, damit wir ja gewisse Leute überwachen können. Ja, das kann ich verstehen. Wie gesagt, man sollte seine eigene Magie nicht unterschätzen oder seine Macht. Ja. Und ich glaube, der Herr Ramon möchte sich auch bald mal mit Ihnen zusammensetzen, denn er interessiert sich auch für die Sterne und was man mit denen so machen kann. Vieles. Ich habe dem Herrn Tobias schon ein Werkzeug gemacht. Aus diesem Sternenlicht. Werkzeug. Okay. Solange es keine Waffen sind, die er gegen uns richten kann. Waffen werde ich nicht verkaufen, nur an Leuten, die vertrauenswürdig sind. Aber jetzt stellt sich mir noch eine andere Frage. Ja. Ist das Ihr Haus? Haus kann man es nicht nennen. Ich sag im Bau. Das Problem ist, Okay, ich ja. warte auf den Herrn Ramon. Und zwar brauche ich Glasscheiben. Und ziemlich viele Holzstämme. Also Holzstämme, ja gut, die kann ich Ihnen ja besorgen. Ich bin ja Holzfäller. Ich habe nur momentan in der Baumfarm nur Tannenbäume und diese dicken, dunklen Bäume, weil das Fräulein Sissi, Sie werden gleich staunen. 483 Holzstämme braucht von einer Sorte. Was? Für das Stadtwachenhaus nur. Okay. So, da wäre ich wieder. Haben Sie irgendwo eine Kiste, die wo ich was Ja, reinmachen kann? ja, die. Die, okay. Ich habe unten in den Verkaufsautomaten von mir noch ein bisschen Holz gehabt. Das habe ich Ihnen jetzt mal hier mitgebracht. Da sind Glasscheiben. Und wenn Sie noch was benötigen, einfach dieses Bild bei mir am Haus ranmachen, in das Buch reinschreiben, was Sie benötigen, und dann werde ich mich drum kümmern. Ach so, ja, okay, danke. Ja, bitte. Und das Glas, Sie brauchen ja 7 Stück, Sie haben jetzt doppelt so viel. Ja, das ist Das wird ausreichend. reichen. Gut. Und, Ich sag ja, der ist verrückt. Hallo. Ah, ich wollte schon sagen, ich habe ihm die Zunge nicht rausgeschnitten. Nee, nicht. Zumindest noch nicht, hm? Ja, stimmt. Wenn er weiter so Zaubersprüche aufsagt, mit dem er Sachen klauen kann, dann wird das wohl passieren. Okay, dann wünsche ich Ihnen erstmal viel Ich wollte dich Spaß. schlagen. Ich möchte wissen, wie schaden das. Ob das weh tut oder nicht. Oder. Ja, Ja, es ist nur Vergiftung. Ich werde davon nicht sterben. das hat halt der Herr Ramon gemacht, damit ich die Monster töten kann. Da unten steht einer, der will nämlich Köpfe haben. Ach ja. Ja, und dann habe ich hier noch etwas gegen die Werwölfe bekommen. Okay, das sieht Ist irgendwie. ein Silberschwert, das etwas verhärtet wurde. Ah. Also Ja. man den Typen, der unten, da Der Herr unten. Ramon, ja. Nee, Der. nee, ich meine jetzt der die Ach so, Köpfe. ja, der steht da unten bei den schwarzen Tafeln. Ach, der, ja, den habe ich schon angetroffen. Okay. Und beim Haus des Stadtherrn ist auch einer. Man für ihn Monster tötet, gibt er einem was, aber ich weiß noch nicht was. Okay. Sehen Sie, der lauscht. Ja, er ist neugierig, denke ich. Ja. Bisschen zu Ja. Rockstar, Dancer, Killer, Drop, Ballad.